Eine Freundin hat gesagt, das ist aber hochkomplex, was du da verlangst von anderen Menschen, von Führungskräften, was sie alle im Blick haben sollen, was sie alles beachten müssen, wie komplex andere Menschen sind und dass dafür weder Zeit noch Energie reicht, das im Tagesablauf einzuplanen, zu tun. Und für mich heißt es ja, ich habe das angedeutet, dass die Qualität zählt. Das ist eine Qualität, die ich erzeugen will. Und dass Menschen, die neu in Führungsverantwortung treten, dass die von vornherein wissen, dass Führung nicht nur ein Management von Ressourcen ist. Und deswegen ist dieses Buch etwas für Leute, die Frischling sind, die neu hineinkommen in diese Verantwortung. Es ist aber genauso gut ein Buch für Menschen, die merken, dass die Erfolge, die sie irgendwie erreichen tagtäglich, dass die nicht mehr reichen zur eigenen Zufriedenheit. Die also etwas hinterfragen wollen. In diesem Sinne ist es ein Buch für selbstbewusste Menschen, die merken, dass das, was sie in ihrem Alltag machen, nicht den Effekt hat, den sie sich wünschen. Dass Unzufriedenheiten da sind bei sich selbst, bei den Gegenübern und dass sie spüren, dass mehr möglich ist. Die sehen, dass Motivationen verkümmern, die sehen, dass bestimmte Entwicklungen nicht stattfinden oder aber sie sehen, dass bestimmte Entwicklungen ganz einfach stattfinden. Und wenn sie dem nachspüren, können sie feststellen, dass es auch mit ihnen zu tun hat. Das zu verstehen ist wichtig. Nicht sich zu freuen, dass man aus Versehen einen Hit gelandet hat, sondern das zu verstehen ist wichtig. Und dazu gibt dieses Buch mancherlei Hinweise. Das bedeutet natürlich auch, dass man an der einen oder anderen Stelle vielleicht schlucken muss, im Sinne von, da mache ich etwas, was nicht unbedingt hilfreich ist für mein eigenes Tun. Und dann denke ich, gibt es genügend souveräne Leser, die sagen, genau das ist der Punkt, worum es geht. Das ist keine Sozialpädagogik, sondern das bedeutet Eigenständigkeit, erwachsene Verantwortung. Auch das gehört zur Führung.